Ja, hallo liebe Leute, da sind wir auch wieder bei Dragon Age Inquisition. Und ich sollte mir vielleicht mal einen neuen Gruß einfallen lassen, denn, mal ehrlich, das wird langsam ein bisschen eintönig und die Framerate stürzt ab, das finden wir doch toll. Na gut. Egal, egal. Wie denkt ihr, werden Sie Framerate wenden nicht mal. Nein, mein Lord. Ich weiß nicht, wo die anderen Adeligen sind. Wieso fragt ihr nicht Botschafterin Montier? Oh, ihr seid das. Tren, Quartiermeisterin der Inquisition. Ich tue mein Bestes, um den Laden hier mit dem Nötigsten zu versorgen. Falls ihr etwas findet, was auf meiner Bedarfsliste steht, wäre ich euch dankbar, wenn ihr es mir bringt. Was genau meint ihr mit Bedarfsliste? Ich versorge die Inquisition mit allem, was wir haben. Aber wir sind keine richtige Armee. Unsere Vorräte sind knapp. Also habe ich eine Bedarfsliste mit Dingen zusammengestellt, die unseren Leuten helfen könnten. Hier, seht sie euch an. Falls ihr Eisen und einen guten Platz zum Holzfällen findet, könnte Harrod unsere Truppen mit besseren Waffen versorgen. Interessant. Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu euch? Legt es einfach da drüben ab. Einer meiner Jungs holt das Material dann ab oder notiert, was ihr gefunden habt. Okay, dann auf Wiedersehen. Lebt wohl. Der Erbauer sei mit euch. Ja, ich muss ja sagen, auch wenn es schlechtere Werte hat als diese komische Drachenausrüstung, ich finde vom Aussehen her ist das hier viel schöner, also. Gucken wir's. Ah, hier ist kein Schwein. Und es laggt wie die Hölle. Ich glaube, ich soll die Texturen ein bisschen runterdrosseln. Warum hat es gestern nicht so geleckt, also? Überwachung des Patienten, dritter Tag. Das Zittern hat nachgelassen. Leichte Reaktion auf Reize. Lebenszeichen wirken stabil. Einheimische haben schon zweimal versucht, in die Kirche einzubrechen, um meinen Patienten zu töten. All die Mühen, um sein Leben zu retten, nur damit sie ihn dann hinrichten können. Ich werde Lady Cassandra informieren, dass ich damit rechne, dass er noch vor dem Morgen aufwachen wird. Schön zu wissen. Oh Mann. Ach, das ist doch Warwick, der alte Gauner. Ich kann doch bestimmt mit ihm reden. So, jetzt wo Cassandra außer Hörweite ist, geht es euch gut? Ich meine, ihr wart der meistgesuchte Verbrecher in ganz Thedas und jetzt kämpft ihr in der Armee der Gläubigen. Die meisten Leute würden dazu mehr als einen Tag brauchen. Mal schauen, so viele Leute sind gestorben, dass das... Ich bin froh, dass ich lebe. Es geht alles so schnell. Ach, wir sind froh, dass wir leben. Ich bin einfach nur froh, dass ich nach all dem noch lebe. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr Cassandra überlebt habt. Ihr könnt froh sein, dass ihr den Großteil ihres Wutausbruchs verschlafen habt. Wir starren schon seit Tagen auf die Bresche, sehen zu, wie sie Dämonen und weiß der Erbauer, was noch ausspuckt. Es wäre untertrieben zu sagen, das ist schlecht für die Moral. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand da drin war und überlebt hat. Ach, wir hatten Glück. Ich kann es auch nicht glauben. Wir schließen die Bresche. Ach, wir hatten Glück. Es war schieres Glück, dass ich entkam. Glück? Oder war es Pech? Ihr solltet fliehen, wenn ihr die Chance dazu habt. Ich habe genug Tragödien verfasst, um zu erkennen, wohin das alles führt. Helden gibt es überall. Das weiß ich. Aber ein Loch im Himmel? Dagegen richten Helden nichts aus. Was wir brauchen, ist ein Wunder. Naja, angeblich sind wir der Herald Andrastes, also ich würde mal sagen, das ist Wunder genug, guter Freund. Oh Mann. Okay, okay, ich werde mal gucken, ob ich die Texturen ein bisschen runterschrauben und es dann besser läuft. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, schauen wir mal, ob es jetzt etwas besser läuft. Ich habe es jetzt auf Mittel gestellt. Und man sieht doch gleich, ist es ein bisschen verschwommener. Dafür ruckelt es nicht ganz so doll. Mal gucken, was haben wir hier denn Feines? Da ist ja schon wieder etwas lecken hier. Wenn die Inquisition eine vernünftige Kavallerie braucht sie bessere Pferde. Ich habe gehört, Sucherin Pentagast möchte Meister Dennis... Speerharnisch, Armschutz. Oh, und
Hey, Harrod. Dachte ich mir schon, dass ihr hier vorbeikommt. Ich bin Harrod. Und alle hier wissen, wer ihr seid. Wie passt die neue Rüstung? Sie ist robust und warm. Perfekt. Gut. Die Welt hat den Verstand verloren. Normale Rüstungen und Klingen sind gut gegen Banditen, aber wir kämpfen hier nicht gegen Banditen. Meine Ausrüstung hilft euch im Kampf mit Dämonen, Abtrünnigen, was auch immer diese Welt euch entgegenwirft. Ihr braucht also etwas Handgemachtes, etwas Besonderes. Bringt uns nur das Material, den Rest erledigen wir. Ja, ich frage mich gerade, wie kann der Typ schmieden, obwohl das Schwert gar nicht auf dem Amboss liegt, also. Falls ich etwas brauche, was habt ihr im Angebot? Wir sollten klein anfangen, mit etwas, das euch schützt. Werft einen Blick auf den Tisch, dann reden wir weiter. Alright. Ihr werdet Material brauchen, wir müssten draußen aber alles haben, was ihr wollt. Alles klar. Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Ja, wenn ihr einen neuen Rüstungsteil findet, sagen wir einen Schulterschutz oder Beinschienen, erledigen wir alles Weitere. Ihr könnt eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Bringt es her, damit wir ihn fachgerecht ersetzen können. Alles klar. Wiedersehen. Alles dann. Das klingt doch ganz nett. Dann gucken wir doch gleich mal, was die hier zu verkaufen haben. Oh, Taktikas Erneuerung. Respezialisiert einen wieder. Naja, wir sind eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir haben. Oh Mann. Ach, Frapsi, was machst du jetzt wieder? Gut, bis auf die komischen Rüstung herstellen. Mal gucken. Handwerk. Um neue Rüstung oder Waffen herzustellen, benötigst du einen Handwerksplan und genügend Materialien. Der Plan bestimmt über das Aussehen und die potenzielle Stärke des hergestellten Gegenstandes. Die Materialien entscheiden über die spezifischen Werte und Kräfte, die dem neuen Gegenstand hinzugefügt werden. Hm? Ja, aber leider haben wir nicht genug Leder dabei. Na super. Gut, dann hauen wir mal ab. Ja, und die Rekruten trainieren hier fleißig, wie man sieht. Schön weiter. Oh, nicht, wenn ich gerade dazwischen laufe, bitte. Oh, eine Truhe. Altes Handwerk verlernt man nie. Verlernt man die Schülerrüstung und ein verstärkter Dolch. Dann schauen wir doch mal nach. Aha. Gut, Stilett und verstärkter Dolch sind jetzt ausgerüstet. Gut. Gut, gut, gut. Gut, weiter trainieren, Leute, und... Ah, noch mehr Sachen zum Klauen. Sei doch vernünftig, Lysette. Wir können hier nicht bleiben. 50 Gold und ein funkelnder Stab. Weil wir Templer sind. Was hat das denn noch... Ja? Wer seid ihr denn? Ich wüsste gerne eure Meinung über den Templerorden. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Während wir einst alle Völker vor den Gefahren der Magie beschützten, stolzieren wir heute nur noch herum und gieren nach Macht. Eines Tages werden die Zirkel hoffentlich wieder Zufluchten sein, in denen Magier ihrer Kunst nachgehen können. Wir unterhalten uns später. Geht mit dem Segen des Erbauers. Okay, die Templer sind sehr angepisst. Kann man aber auch verstehen. Ah, da sind ja ein paar Sachen. Ja, wir sollten ja eh gerne noch ein paar Ressourcen sammeln für den Fall der Fälle. Ja. Der große Herold Andrastes muss allein in den dichten Wald gehen und Blümchen sammeln. Wenn das kein toller Auftrag ist hier. Okay, Eisen haben wir also schon genug für den Requerierungsauftrag. Super. Suchen. Wenn der Kompass pulsiert, kannst du V drücken, um eine Suche einzuleiten. Bei aktiver Suche wird dir die Richtung verborgener Gegenstände durch ein weiteres Pulsieren auf dem Boden angezeigt. Sobald du nah genug bist, werden sie außerdem enthüllt. Ah. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Jut. Hier irgendwo.
Aha. Was gefunden? Bewahre die Notizen für später auf. Na dann. Tja, immer wieder Elfenwurzeln. Man kann auch nie zu viel Eisen dabei haben. So. Ach, hier ist noch mehr. Ja, ist jetzt nicht so spannend oder actionreich wie die anderen Folgen, aber ein bisschen Ruhe und Entspannung muss auch mal sein. So. Ja, schon schade, dass ich die Grafik verschlechtern musste, aber wenigstens läuft jetzt Fraps wieder ein bisschen ruhiger. Ha! Holzschlag. Du bist jetzt mein. So, jetzt haben wir alles, was die gute Quartiermeisterin gewollt hat. Die Bedrohung bleibt bestehen. Erstatte in der Kirche von Haven Bericht. Ja, das machen wir gleich. Erstmal genießen wir noch die schöne, vereiste Gegend von Haven. Die Priester frieren sich da draußen ein ab. Ach, herrlich. Das ist doch schon Grund, Haven zu mögen. Oh. Ja, aber Haven kennt man ja auch schon aus Origins. Das war ja dieses komische Bergdorf, wo es ständig hieß, oh, nee, wir mögen keine Fremden. Da auch noch dieser komische Andraste-Kult, der Drachen verehrt hat. Das waren noch Zeiten. Was ist nur aus der schönen Zeit geworden? Hui! Inquisitionswaffen. Um schlagkräftig zu sein, brauchen unsere Soldaten weitere Waffen. Belohnung plus 1 Macht. Na dann. Untersuchen. So, geschafft. Ja, Macht plus 1. Ja, und mit der Macht kann man dann quasi die Inquisition weiter ausbauen später, aber das wird später noch richtig erklärt. Apotheker. Erkunde die Welt oder suche Händler auf, um an Rezepte zu gelangen. Bringe die Pflanzen, die du in der Wildnis sammelst, zu einem Apotheker, um deine Tränke aufzuwerten. Verwende die Ausrüstungsstation, um jedem deiner Gruppenmitglieder unterschiedliche Tränke zuzuweisen und die mitgeführten Tränke aufzufüllen. Verwende die Aufwertungsstation, um dauerhafte Aufwertung für deine Tränke freizuschalten. Also kann man seine Tränke quasi noch effektiver machen. Sigrid hat mir gesagt, er kann die... Ha! Sieh an, wer von den Toten auferstanden ist. Wieder mal. Danke für eure Hilfe. Schon gut. Ihr könnt euch revanchieren, indem ihr die Welt rettet. Mein Name ist Edan. Ich versorge unsere kleine Gemeinde hier mit Tränken und Elixieren. Wobei sich Sucherin Pentagast nicht darum zu scheren scheint, wo ich die Zutaten dafür herbekomme. Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Was die Arbeit angeht, kommen wir zurecht. Ihr habt beileibe Wichtigeres zu tun, als mir zu helfen. Ich wünschte nur, ich würde Meister Tajans Notizen finden. Der alte Mistkerl hat an irgendetwas Besonderem gearbeitet. Er starb beim Konklave, aber seine Notizen sind unauffindbar. Ich war allerdings auch zu sehr mit den Verwundeten beschäftigt, um sie zu suchen. Tja, wir haben Tajans Notizen schon gefunden, also geben wir sie ihm doch besser. Ihr habt erwähnt, dass Meister Tajan vielleicht an etwas Besonderem arbeitet. Ich habe hier seine Notizen, falls euch die weiterhelfen. Ha, der alte Knacker stand kurz vor einem Durchbruch, hat es aber nicht erkannt. Sagt einfach Bescheid, wenn ich euch irgendwas davon mischen soll. Alles klar. Lebt wohl. Rezeptur, Lyriumtrank und Regenerationstrank. Tränke ausrüsten, naja, das wird jetzt erstmal nicht nötig sein. Mal gucken. Tränke aufwerten. Hier kannst du bereits erforschte Tränke aufwerten.
Um einen Trank aufzuwerten, wählst du zunächst eine Kategorie, dann einen Trank und zuletzt die Aufwertung. Um Tränke aufzuwerten, ist eine erhebliche Menge an Pflanzen erforderlich. Im Gegenzug verleihen Aufwertungen deinen Tränken dauerhaft beträchtliche Boni. Schön, schön. Kann man den Heiltrank vielleicht etwas aufbessern? Nein. 29 Elfenwurzeln brauchen wir und wir haben erst 12. Und dazu noch einen Dämmerlotus. Du Schande. Ja, da müssen wir echt noch dran arbeiten. Regeneration. Mal gucken. Da brauchen wir eine königliche Elfenwurzel und 18 Elfenwurzeln. Naja. Elixiere, Resistenzen erhöhen oder Kampffertigkeit verstärken. Und Sprengfeuer. Geworfene Fläschchen, die sich auf einen Bereich auswirken. Also, kurz ausgedrückt, Bomben und Granaten. Tränke zuweisen und auffüllen. Naja. Ich würde sagen, da wir ein Schurke sind, sollten wir Regenerationstränke haben. Auf jeden Fall. Jedes Mal verbrauchen wir eine Elfenwurzel. Na super. Das heißt, anders als die normalen Heiltränke werden sich Regenerationstränke, Sperrfeuer und dergleichen nicht einfach so auffüllen. Eisiger Stab. Ich glaube, das wird Solas freuen. Aber na gut, wir sind hier erstmal fertig. Wird Zeit, dass wir in die Kirche gehen und wieder irgendwelchen heiligen Priestern oder Kanzlern in den Hintern treten. Hallo.